dann, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel zwischen dem FC Strausberg und dem SV Lichtenberg 47. Im Endergebnis steht es 2:3 aus Sicht der Strausberger. Das heißt, die Lichtenberger haben heute hier 3 Punkte entführt. Ich habe beide Trainer bei mir, Uwe Lehmann für unsere Gäste und unseren Coach Christoph Reimann. Ja, Uwe, 3 Punkte aus Strausberg zu entführen, scheint diese Woche zumindest möglich zu sein. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir auf eine sehr gute Mannschaft getroffen sind. Wie hast du es gesehen? Ja, erstmal hallo in die Runde. Bevor ich was zum Spiel sage, möchte ich allen Müttern erstmal zum Muttertag gratulieren. In erster Linie erstmal meiner Frau, die das zu Hause überragend gemacht hat. Und natürlich meiner Mama. Ja, zum Spiel. Ich bin heute sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, weil wir in dieser Zeit Lüdersdorf vor allen Dingen körperlich und vom Engagement heute alles reingehauen haben, was geht. Ich denke auch, dass es sehr fahrige bzw. für die Zuschauer interessante erste Halbzeit war, gehen relativ schnell in Führung 2:0, kriegen dann beim 1:2 sicherlich einen schönen gemachten Score. Das zweite ist viel zu einfach. Und hinten raus müssen wir einfach früher den Deckel drauf machen, denke ich. Der Kollege hat ja dann, ich glaube, Angi, Ademi, Kempter, wir hast alles drauf, 5 Stürmer. Ist es hinten raus einfach so, dass wir noch weiterarbeiten müssen. Sind sehr froh, dass wir hier 3 Punkte mitgenommen haben. Freue mich aufs nächste Jahr und denke, dass in Strausberg gerade von einer Kaderstruktur was entsteht. Bleibt so dabei, drückt euch die Daumen und dann freuen wir uns auf nächstes Jahr. Vielen Dank. Ja, Christoph, wir haben glaube ich gezählt 3 Wochen, 6 Spiele irgendwann. Ist ein bisschen, dann scheint so ein bisschen die Luft auf Bord. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, hallo zusammen. Ich glaube, dass er die Mütze schon gratuliert hat, kann ich mir nur anschließen. Uwe, Glückwunsch. Ich denke am Ende auch zum verdienten Sieg hier. Das Fazit fällt so aus. Ich denke, wir haben heute nochmal ein paar Umstellungen gehabt, dadurch vielleicht auch nicht ganz so sattelfest in den ersten Minuten. Liegen dort bitter 2:0 hinten. Ich glaube, da wird man natürlich auch dem Mittwochspiel ein bisschen wach, aber da denke ich, genau in der Phase nach haben wir einen guten Ballbesitz, haben schnell den Rücken der Kette gespielt und machen 2 schöne Tore. Ich glaube, sind super zurück. Ja, und dann ist Lichtenberg da. Die sind ein bisschen präsenter, mehr vom Ball. Das war uns bewusst bei der Qualität. Ich denke, dass wir mit dem 2:2 in Ordnung in die Pause gehen. Ja, und dann lassen wir wieder zu viele Standards zu. Ne? Wir machen dann wieder 3-4 Foulspiele, unnötigerweise. Hast du auch mal Pech auf der Hinsicht, dass man so einer gegen dich gepfiffen hat, dann wird natürlich gepfiffen, aber am Ende gleich sieht das, glaube ich, sind wir uns einig aus. Ja, und dann ist es wieder so ein Ding, das durch die ganze Abwehr geht. Ja, also das, ich weiß nicht, warum wir so eine Gegentore jetzt kriegen, nachdem wir eigentlich ordentlich verteidigen. Dann ist es so, ja, und am Ende, ich denke, hat ein bisschen heute die Kraft gefehlt. Wenig Training zurzeit möglich und haben aber die Jungs in den letzten 9 Spielen, glaube ich, eine Top-Punktzahl geholt und von daher, ich glaube, mit 16 Punkten aus den letzten 9 Spielen können wir aus unserer Sicht völlig zufrieden sein und ja, sind happy und alles sind entspannt. Jetzt haben wir eine Woche endlich mal eine regelmäßige entspannte Trainingswoche hoffentlich und können dort die nächsten versuchen, um zu ärgern. Ich denke, wir haben jetzt Spiel gegen die Drop 3 und 2 haben wir hinter uns. Die Hinspiele, habe ich gerade bei einer Mannschaft gesagt, waren nicht ähnlich. Wir haben relativ deutlich im Spiel gegen TB verloren. Wir haben ein enges Spiel in Lichtenberg gesehen. Ich denke heute auch vom Ergebnis. Ja, und jetzt können wir gegen Optik wieder was tun. Dann haben wir genauso gespielt wie in der Hinrunde. Also ich sehe das relativ positiv. Ja. Also schönen Sonntag euch. Danke. Ja, das soll es dann im Grunde gewesen sein. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall, dann auch natürlich vom FC Strausberg offiziell als Gute zum Muttertag und euch natürlich einen wunderschönen Muttertag heute und kommt alle gut nach Hause. Unsere Gäste natürlich gute Heimfahrt, die kurze Strecke nach Lichtenberg. Wir sehen uns hier im Stadion wieder in 2 Wochen, dann unsere Gäste Torgelower FC Greif, Anschluss wieder um 14 Uhr am 27.05. Bis dahin, tschüss.